Morgen, willkommen zum Gospel Loft. Heute Morgen, wir kommen zum 11. Kapitel der Offenbarung. Ja, weil es ein umfassendes Thema ist, wollen wir es in zwei Teile aufteilen. Vom Kapitel 11 an wird die Geografie erweitert und sie hat ihren Anfang aber im zerstörten westlichen Römischen Reich. Wir drehen die Zeit deshalb ein paar Jahrhunderte zurück und wir greifen dort die mehr geistliche Geschichte wieder auf. Und wir wollen zuerst Vers 1 lesen. Und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Maßstab gleich, und er sprach, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die drinnen anbeten. Ja, der wahre Maßstab in unserem Vers ist das Wort Gottes in der Hand eines gerechten Menschen. Johannes war geboten, den inneren Teil des Tempels zu messen. Und es handelt sich hier aber nicht um ein Monument von Stein und Zement und Zederholz, wie im Tempel zu Jerusalem. Das Wort wäre dann im alten Text als Hieron angegeben. Es handelt sich hier nicht um eine geografische Stätte, sondern um ein geistliches Konzept. Und deshalb wird das Wort Naos gebraucht, im gleichen Sinne wie ihr seid der Tempel Gottes, sagt Paulus. Er braucht auch das Wort Naos da, weil er in der Gemeinde von der Gemeinde Christi sprach oder von den einzelnen Gläubigen. Auch in den Evangelien wurde das Wort Naos gebraucht, wenn Jesus sagte, ich werde diesen Tempel, also diesen Naos in 3 Tagen wieder aufbauen. Johannes sollte die Menschen im Tempel messen, die Gott in Geist und Wahrheit dienten. Dann kommen wir zu Vers 2. Aber den Vorhof außerhalb des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate lang. Vers 2 umschweift eine lange Zeit. Der Vorhof ist gefüllt mit Menschen, welchen das Vorrecht, in Gottes Gegenwart zu sein, vorenthalten ist. Es fehlt ihnen etwas, und zwar ist es die nötige Wiedergeburt. Und die apathische Kirche mit ihren Massen von Leuten, die einfach als traditionelle Geschöpfe und unter Druck der Priester zur Kirche gehen, sind mit den Heiden, deren Zugang auf dem Vorhof beschränkt war, zu vergleichen. Johannes war geboten, sie nicht zu messen. Das Bild hier ist nicht eines von reinem Heidentum, welches nicht einmal in den Vorhof geladen würde, sondern die Leute hatten ein Maß von göttlicher Kenntnis, aber verleugneten die Kraft des Heiligen Geistes. Die heilige Stadt in diesem Zusammenhang kann 2 Bedeutungen haben. Auf der einen Seite haben wir Jerusalem in Palästinien und auf der anderen Seite die geistliche Stadt Gottes, welche aus seinen Kindern besteht. Wir wollen mit unserem Zeitstab von 1 Tag, 1 Jahr messen und sehen, wie sich die Zahlen verhalten gegenüber geschichtlichen Ereignissen. Na, zuerst also die Stadt Jerusalem in Palästinien. Die islamitische Besetzung geschah im Jahr 637 nach Christus. Und dann die Moschee wurde gebaut im Jahr 691 auf dem sogenannten Tempelplatz. Und hier möchte ich einfach einfügen, es gibt heute laute Stimmen, die den Tempelplatz in Davids Altstadt setzen und nicht auf den Tempelplatz, wo alle denken, der Tempel sei mal gewesen. Hätte es 3 Jahre gedauert, den Dom des Felsens zu errichten, hätten die Bauarbeiten im Jahre 688 begonnen. Zählen wir nun 40 Monate oder 1260 Jahrtage dazu, kommen wir zu den Jahren 1948 bis 1951. Der zionistische Staat Israels wurde zu jener Zeit gegründet. Na, diese Lösung ist jedoch nicht zufriedenstellend, weil der Tempelplatz viel später befreit wurde. Und wir haben heute noch dieses heidnische Gebäude auf dem Platz. Die andere Interpretation gibt uns 1260 Jahre von Unterdrückung der Gemeinde Christi durch die römisch-katholische Kirche. Die Stadt Gottes wäre hier diese Gemeinde, welche aus den Gläubigen besteht. Und hier können wir ein paar Daten in Erwägung ziehen. Der römische Kaiser Justinian erklärt den Bischof von Rom zum Haupt aller heiligen Kirchen und der ganzen heiligen Priesterschaft. 1260 Jahre später, im Jahre 1793 nach Christus, haben wir das Jahr der Französischen Revolution, welcher der römischen Kirche den größten Schlag versetzte. Als Alternative haben wir 606
607 nach Christus, wenn der Herrscher Phokas den römischen Bischof zum Haupt aller christlichen Gemeinden machte. Zählen wir hier 1260 Jahre dazu, sehen wir, dass im Jahre 1870 dem Papst alle politische Macht genommen wurde. Wir haben aber auch im Buch der Martyrer von Fox das Jahr 1866 angegeben als das letzte Massaker in Berletta, wo Protestanten umgebracht wurden für ihren Glauben. Und dann kommen wir zu einem anderen Thema, die zwei Zeugen. Vers 3, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie sollen weissagen 1260 Tage angetan mit Trauerkleidern. Und hier kommen wir zu einer der meist umstrittenen Stelle der Offenbarung. Sind es zwei individuelle Personen, fragt man sich, oder zwei Gruppen von Leuten? Ich selbst muss mich für die zweite Wahl entscheiden, weil die Zeitrechnung wieder 1260 Jahrtage darstellt. Und es ist viel länger als ein Leben eines Menschen, der nur 70, 80, 90 Jahre leben kann. Also, um einen besseren Begriff zu bekommen, gehen wir zu den ersten Kapiteln zurück, wo die verschiedenen Kirchenabschnitte gezeigt sind. Wir lesen die Beschreibung der Kirche zu Philadelphia, wieder, die ihre Missionen in alle Welt begann um 1789. Diese Zeit ist auch das Ende päpstlicher Diktatur. Die zwei Zeugen sind tätig innerhalb der prophetischen Zeit des wiederbelebten römischen Reiches im Westen. Es sind die zwei Gruppen, die versiegelt wurden in Kapitel 7. Auf der einen Seite haben wir die heidnischen Bekehrten und auf der anderen Seite welche, die aus dem Stock Israels gekommen sind, seit Petrus Pfingstpredigt. Beide Zeugen waren in Trauerkleider, in Sacktuch und Asche. Hiob zerriss seine Kleider, als er gepeinigt wurde, zog seine Trauerkleider an und saß in Asche. So bezeugte er seine Zuneigung zu Gott. Na, unsere Zeugen werden verfolgt und getötet. 1260 Jahre lang durch die römisch-katholischen Dragoner. Vers 4. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Na, Kapitel 4 des Propheten Zacharia beschreibt einen ähnlichen Zustand. Auch da haben wir zwei Zeugen, zwei Ölbäume und einen Leuchter. Das Öl der Olive tränkt den Docht der Lampe. Es ist das Futter des Feuers, ein Symbol des Heiligen Geistes. Die Lampe ist das Wort Gottes. Das lesen wir im Psalm 119 und Vers 105. Welches eine dunkle Welt beleuchtet. Beide Texte, Zacharia und Offenbarung, reden vom Gott der Erde, welcher hier mit der Erde und den Einwohnern sich zu schaffen macht. Zwei Zeugen geben uns weitere Einsicht in die zweifältige Existenz der Menschheit. Wir haben vorher schon erwähnt, wie sich dies auf die Menschheit auswirkt. Diese zweifache Funktion ist auf der einen Seite die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln, als einzelne Personen, und auf der anderen Seite mit Gott zu regieren in einem kollektiven Sinn. Deshalb muss Jesus auch zweimal kommen, um das Unerfüllte der messianischen Prophezeiungen zu erfüllen. Darüber werden wir ein anderes Mal im Detail sprechen. Dann kommen wir zu Vers 5. Und wenn ihnen jemand will Schaden tun, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand will Schaden tun, der muss getötet werden. Als Waffe haben wir das Schwert des Geistes. Niemand kann gegen das aufkommen. Dieses Schwert fließt aus dem Munde der zwei Zeugen und bringt der Seele Freiheit, wenn das Wort mit Freude empfangen wird. Verwirft aber jemand die Erlösung durch die Gnade Jesus, gibt es für ihn den sicheren zweiten Tod. Wenn wir aber die Geschichte der 1260 Jahre unter die Lupe nehmen, sehen wir, dass während dieser Zeit 20 bis 60 Millionen Christen durch die Initiativen der Päpste ihr Leben ließen. Ja, und das auf der anderen Seite aber viel mehr Tote gab in den Rängen ihrer Anhänger. Gott hielt auf seine Art und Weise Gericht über die Päpste und ihre Anhänger. Die Verfolger wurden heimgesucht durch Pest, durch Plage, durch Krieg. Aber wir können in unseren Geschichtsbüchern nachlesen, was über die katholischen Festungen ausgegossen wurde.
vom Himmel. Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Bohemien wurden fürchterlich dezimiert während dieser Zeit. Es waren auch diese Länder, welche unter dem Katholizismus verarmten. Der Segen Gottes wurde ihnen vorenthalten. Gott nahm Rache an den Feinden seiner Knechte und seiner Heiligen. Dann kommen wir zu Vers 6. Diese hatten Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, haben Macht über die Wasser, sie zu verwandeln in Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage, so oft sie wollen. Jesus sprach zu Petrus in Matthäus 16 und Vers 19, ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden werden. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Ihr sagte auch größere Dinge, denn die sollt ihr in meinem Namen tun. Der gläubige Christ, die gläubige Gemeinde Christi, ist eine gewisse Macht gegeben auf Erden, um Gottes Wort zu befestigen. Sogar Berge können versetzt werden durch den Wort des Glaubens. Auf dem Berg, wo Jesus verherrlicht wurde, vor seinen drei engsten Jüngern erschienen Elia und Mose. Der eine war das Symbol des Gesetzes und Israel. Der andere vertritt die gläubige Gemeinde. Moses verwandelte Wasser in Blut. In unserem Text haben wir es zu tun mit dem Symbol eines Krieges und Blutvergießen. Elia schloss den Himmel für 3,5 Jahre, also 1260 Tage. Und unter den Päpsten herrschte eine fürchterliche geistliche Trockenheit für 1260 Jahre. Auch Mose und Elia, das sind die zwei Zeugen, die wir hier vor unseren Augen haben. Also Israel und die Gemeinde. Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und sie töten. Im selben Jahrzehnt, als Mohammed in die Höhle von Here ging, kam ein anderes Übel oder Tier aus dem endlosen Abgrund. Es war im Jahre 607 nach Christus. Es wurde das römische Gräueltier geboren, welches wir heute noch als die römisch-katholische Kirche kennen. Die Päpste sagten den Gläubigen den Krieg an, bis sie überwunden und getötet waren. Wieder möchte ich auf das Buch der Märtyrer von Fox hinweisen, wo wir eine Angabe finden, dass zumindest 20 bis 60 Millionen durch sie getötet wurden. Ja. Und alles nur wegen dem Zeugnis Christi. Vers 8. Ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da geistlich heißt Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Hier haben wir wieder ein geistliches Konzept. Im Kontrast zu der heiligen Stadt haben wir hier die große Stadt. Jesus wurde außerhalb der Tore Jerusalems gekreuzigt. Für alle, die Buße tun wollen. Die große Stadt aber führte ihre Sünden von Sodom und Ägypten weiter. Der Vatikan ist voller Priester, die in der Sünde Sodoms leben und mit ihrem eigenen Geschlecht Unzucht treiben und Knaben schänden. Der Aberglaube und die geistliche Tyrannie Ägyptens hat sich hier in Rom reinkarniert. Es herrschte unter den Menschen der tiefste Aberglaube. Alles, was nicht römisch war, wurde auf den Scheiterhaufen gebunden und als Ketzer verbrannt, zusammen mit ihren Bibeln. Viele der Leichen wurden in den Gassen gelassen für die Hunde und keiner wagte es, sie zu beerdigen. Am Bartholomäustag wurden Tausende von Protestanten ermordet, in Paris allein 10.000 Seelen. Isabel badete in ihrem Blut. Vers 9. Und es werden etliche aus den Völkern und Geschlechtern und Sprachen, Nationen ihre Leichname sehen, 3 Tage und 1/2, und werden ihre Leichname nicht lassen, ins Grab legen. Im Jahre 1513 befahl eine päpstliche Verordnung, den Bohemiern ihre Sache vor das 5. Laterankonzil zu bringen. Am 5. Mai 1514, auf demselben Konzil, kamen keine protestantischen Zeugen mehr, um ihre Sache zu stellen. Im Jahr 1516 nach Christus sagte Kardinal A. Puccini
vor diesem Konzil. Es besteht keine Opposition mehr gegenüber der päpstlichen Herrschaft und ihrer Religion. Niemand steht gegen uns. Es war, als ob die Zeugen gestorben wären. Diese 3,5 Jahre waren so fürchterlich, dass sich niemand getraute, die Leichen aufzulesen. Sie verrotteten und wurden dann in ein Massengrab für Ketzer geworfen. Das ist nicht irgendwie aus dem Finger gesaugt. Das ist in den historischen Büchern der Weltgeschichte verfasst. Vers 10. Und die auf Erden wohnen, freuen sich über sie und sind guter Dinge und werden anderen Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten quälten sie auf Erden, die auf Erden wohnten. Na, die prophetische Berufung der Gemeinde Gottes wurde weiter fortgesetzt seit dem Tag der Pfingsten. Die Botschaft des ersten Propheten Samuel hat sich bis heute nicht verändert. Sie ruft aus, dass Gott als König wieder die Menschheit regieren wird und dass die temporären Menschenkönige nur eine kurze Zeit ihr Amt ausführen würden. Gott wird final seinen Sohn Jesus Christus auf den Thron setzen und ihm die Herrschaft übergeben. Nach den päpstlichen Erfolgen, als scheinbar alle Stimmen der Opposition zum Schweigen gebracht wurden, feierte der Vatikan. Der Papst rief nach einem Massaker, ein Te Deum aus. Und Feiertage wurden dem Volk zugestanden. Ja, und Maler wurden eingeladen, um Wandbilder zu malen, die das Blutbad dieser Verfolger ausdrücken würde. Sie dachten, sie hätten Gott einen Gefallen getan, aber in der Tat brachten sie seine wahren Diener um. Johannes 16, Vers 2 liest, ja, es kommt die Stunde, dass wer euch tötet, wird meinen, ihr tue Gott einen Dienst damit. Vers 11. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott und sie traten auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf alle, die sie sahen. Vom 5. Mai 1514, als der Bericht erstattet wurde am Laterankonzil, dass alle Ketzer vernichtet wären, bis zum 31. Oktober 1517, als Martin Luther die 95 Punkte seiner Thesis an die Kirchentüre nagelte, waren genau 3,5 Jahre verflossen. Rom dachte, sie hätten gesiegt. Gott aber blies neuen Geist in seine Zeugen. Die Reformation hatte neuen Wind bekommen. In Nürnberg rief der Papst Adrian aus, die Ketzer Hass und Jerome sind wieder lebendig geworden in der Person Martin Luthers. Ja, das Gräueltier bezeugte Vers 11 mit seinen eigenen Worten. Und dann kommt Vers 12. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel und in einer Wolke und es sahen sie ihre Feinde. Die Märtyrer Gottes, die ihr Leben opferten für das Wort Gottes, haben sich einen speziellen Platz erobert im Herzen des Herrn. Als Stephanus gesteinigt wurde, sahen die Leute, die bei ihm standen und Steine auf ihn warfen, ein leuchtendes Gesicht, voll vom Heiligen Geist. Für einen Moment waren sie verpflichtet, durch die Augen Stephanus ins Jenseits zu gucken. Wenn spätere Gläubige in den Flammen auf dem Scheiterhaufen Hymnen sangen, quälte es die Herumstehenden mit Gewissensbissen. Sie hielten den Himmel in Terror der Seele vor Augen. Und bald wurden ganze Provinzen, ihre Prinzen und Könige abfällig von Rom. Vers 13. Und zu derselben Stunde ward ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel, wurde getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen und die anderen erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Das Erdbeben stellt hier einen religiösen Tumult dar. In Offenbarung 6, Verse 12 bis 17 hatten wir ein Erdbeben, das den Fall des römischen Heidentums darstellte. Und hier ist es ein Sturm, der durch die Reformation verursacht wurde. Wir können die Geschichte mit der Biografie Elias vergleichen. Die Päpste stellen einen Antityp des Ahab dar. Die römische Kirche personifiziert seine Gattin Isabel.
Die große Stadt sind die Mitglieder der römisch-katholischen Kirche, die katholischen Priester, die Priester von Baal. Wenn der zehnte Teil der Katholiken sich reformierte, war es, als ob Gott seinen Zehnten einforderte. Sieben ist Gottes Perfektion und tausend bedeutet, dass viele dem Schwert verfielen. In den Gebieten, wo die Protestanten die Übermacht hatten, veränderten viele ihre Kirchenmitgliedschaft. Aber nicht ihre Herzen. Und bald starb auch hier der Geist Gottes denselben Tod, den wir in Konstantins Zeit sahen. Bald wurde Frieden geschlossen zwischen den beiden Parteien. Was jedoch interessant zu sehen ist, ist die Tatsache, dass ein wirtschaftlicher Segen auf der Reformation lag. Während die römisch-katholischen Gebiete meistens verarmten, war ein Wohlstand im Anzug für die reformierten Gebiete. Man sah es deutlich in der Schweiz, wo die reformierten Kantone bald Industrie entwickelten, während auf der anderen Seite die katholischen Kantone relativ arm blieben. Man sieht es heute weniger und die Zeit wird noch kommen, dass der Segen auch die kalt gewordenen Protestanten verlassen wird. Dann kommen wir zum Vers 14. Das zweite Wehe ist dahin, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und das wollen wir das nächste Mal besprechen. Also bis dahin, denkt ein bisschen an diese Geschichte. Liest nach. Ihr habt Internet, Google, alles Mögliche. Könnt ihr nachlesen, was die Geschichte bedeutete in Wirklichkeit für die Menschheit damals. Bis dahin Gottes Segen. Amen.